Morgen, Freunde. Ich bin der Arsch. Ich sehe zwar nicht aus, aber ich bin der Hamster in seinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen, Freunde, dennoch wieder für euch am Start. Haha, mit neuem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen und freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, auf meinem Channel vorbeizuschauen. Und heute ist es endlich soweit. Mein erstes YouTuber als Emblem erraten ist am Stissel. Und ja, ich habe ein Emblem für euch erstellt. Einen YouTuber, ihr seht schon im Hintergrund, baut es sich so langsam auf, Freunde. Und ja, damit ihr das Ganze ein bisschen besser erraten könnt, habe ich euch so ein paar Eckdaten zu den YouTuber bereitgestellt. Und die werde ich jetzt hier so im Laufe des Videos einfach mal veräußern, Freunde. Und ja, ich bin mal gespannt, ab der wievielten Minute ihr erraten konntet, ja, welcher YouTuber es ist. Am Ende lösen wir natürlich die ganze Geschichte noch auf. Und ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr den YouTuber erkannt habt, Freunde, und ab wievielter Minute. Und wenn ihr das Video jetzt ja, zum ersten Mal seht, dann würde ich euch doch darum bitten, wenn ihr mitmachen wollt, dass ihr jetzt nicht unten in die Kommentare schaut, sondern einfach nur euch das Video hier reintut und mir ein bisschen lauscht, und dann werden wir schon zusammen rauskriegen, um welchen YouTuber es sich hier handelt, Freunde. Am Ende tut er mir natürlich noch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das Ganze so findet, wie ihr das Format findet. Teilen, liken, laberababa, wisst ihr Bescheid, Freunde, und ich fange einfach mal an. Also, folgender YouTuber hat mit diesem Profil auf YouTube den Beitritt am 13.10.2009 begonnen. Aufrufe zurzeit hat folgender YouTuber 6.114.146 Aufrufe, Freunde. Abonnenten zurzeit, Freunde, hat er 43.305 Abos am Start. Das ist ja schon nicht schlecht. Folgender gesuchter YouTuber streamt auf Hitbox, Freunde. Er spielt fast ausschließlich COD und das auch immer nur das Aktuelle, Freunde. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Folgender YouTuber streamt immer montags, mittwochs und freitags. An weiteren Tagen, Freunden, kündigt er es immer im Stream bei Twitter oder Facebook an, Freunde. Seine Streams finden natürlich immer abends statt. Sein beliebtestes Video ist Black Ops 2 Totale Eskalation Spezial und Weltrekord? 200 plus möglich? Auf seinem Kanal in seiner Playlist sind folgende Listen zu finden. Black Ops 3, uralte CODs, Music Terries, COD MW3, Advanced Warfare, Top 5 Bilder, Battlefield 4, COD Black Ops, Black Ops 2 Teil 2, meine 6 Highlights, FIFA 15, Real Life Videos, Ghosts, Battlefield Hardline, Totale Eskalation, BO2, Let's Test Outlast, Black Ops 2 Teil 1, Let's Test Crisis 3, MW2, Let's Play Black Ops 2, Montagen und Speed Arts, Let's Test FIFA 14, Let's Test Sniper Ghost Warrior. Haha, da sind ja schon mal einiges an Playlists da am Stissel. Und ja, folgender gesuchter YouTuber hat eine Art Löwenkopf als Logo, Freunde. Vielleicht sagt euch das schon was. Folgender gesuchter YouTuber besitzt ein Hündchen als Haustier, ein schwarzes Hündchen, Freunde. Jetzt müsste es eigentlich schon bei euch klingeln, wenn ihr ihn kennt. Folgender YouTuber hat über seinem Logo stehen das Tier, Freunde, das Tier. Folgender YouTuber ist, Freunde, wisst ihr schon? Komm, mittlerweile müsst ihr es eigentlich schon wissen. Kann ja nicht so schwer sein, Freunde. Kann nicht so schwer sein. Freunde, und? Komm, jetzt müsst es eigentlich langsam bei euch schippern, Freunde. Na, sag mal, komm, jetzt ehrlich. Freunde, es ist der
Totti, Freunde. Der Totti. So, und ja, ich will das Video nicht zu lange in die Länge ziehen. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ihr könnt mir jetzt natürlich mal schreiben, wie ihr das Ganze hier so findet. Und hier am Ende natürlich nochmal so die Rasterfunktion werde ich hier nochmal einschalten, wenn ihr das Ganze auch als Tutorial nutzen wollt, Freunde. Und ja, lasst es mich wissen, ob mir der Totti gelungen ist, Freunde. Wer ihn noch nicht kennt, einmal ganz unten in der Videobeschreibung. Nein, irgendwo unten in der Videobeschreibung werdet ihr einen Link zu seinem Kanal finden. Und der Totti selbst hat mir den Anreiz gegeben, ihn als, ja, YouTuber-Emblem zu erstellen, Freunde, und ja, ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, was ihr davon haltet, und ja, vielleicht wusstet ihr so die ein oder anderen Infos von diesem YouTuber noch nicht, und ja, ich würde sagen, teilen, liken, kommentieren nicht vergessen, Freunde, und schönen Gruß auch an Totti, der mir da diese Spitzenidee gegeben hat, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, ich bin raus, euer Dennosch, Peace, Freunde, ciao.